man studiert was ein und da fällt plötzlich auf, wir müssen das Arrangement ein bisschen tiefer machen, einen Ton tiefer, weil die Stimmung des Songs nicht passt. Das fällt aber erst bei den Proben auf. Und da muss ein Arrangeur und ein Orchestrator ganz schnell sein und das ganz schnell ändern.